Hallo, ich bin Joachim Schneider und mit meinem Team zuständig für die Umsetzung unserer Präventionskampagne Sounds Wrong gegen die Verbreitung von Kinderpornografie und Missbrauchsdarstellungen in ganz Deutschland. Wir hatten euch gebeten, uns eure Fragen zu schicken zu dieser Kampagne, zu diesem Thema. Das habt ihr getan. Vielen Dank. Und diese Fragen werden wir jetzt beantworten. Das Wichtigste ist, hin und nicht wegzuschauen. Hier ist Zivilcourage, eure Zivilcourage gefragt, dass ihr diejenigen, die so etwas verbreiten im Internet, ansprecht, darauf hinweist, dass es falsch ist, was sie tun, dass hier Straftaten begangen werden und dass ihr das natürlich auch meldet, entweder den Betreibern der einzelnen Netzwerke, der Internetbeschwerdestelle. Und im Kampf gegen die Verbreitung von Kinderpornografie ist es uns ganz wichtig, dass ihr auch Anzeige bei der Polizei erstattet. Wir empfehlen euch, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Dies sollte nicht über die 110, den polizeilichen Notruf, geschehen, weil der ist polizeilichen oder tatsächlich akuten Notlagen vorbehalten. Wichtig ist, dass man keine Screenshots macht oder Daten abspeichert, weil man dadurch sich selbst in den Besitz von entsprechenden kinderpornografischen Darstellungen, Missbrauchsdarstellungen bringt, was wieder eine Straftat wäre. Wichtig ist es auch, die Meldestellen eurer jeweiligen Plattform zu informieren oder die Internetbeschwerdestelle. Ja, man kann sich damit strafbar machen, aber es wird auch zu berücksichtigen sein, dass man so etwas unfreiwillig zugesandt bekommen hat und auch natürlich, wie man reagiert hat. Hat man den Zusender darauf angesprochen, dass man das nicht möchte? Ich empfehle euch, besprecht das weitere Vorgehen mit euren Eltern oder einer Person eures Vertrauens, aber unterstützt uns auch im Kampf dagegen, diese Verbreitung von Kinderpornografie zu stoppen und macht eine Anzeige bei uns. Das lässt sich pauschal nicht beantworten, denn es ist von vielen Faktoren abhängig. Ich kann dieses ungute Gefühl nachvollziehen, wenn man Betroffener eines Strafverfahrens ist und es schnellstmöglich beendet sehen will. Aber die Polizei wird in einem ersten Schritt alle Energie darauf verwenden, zu klären, ob dieser Missbrauch noch andauert und um diesen zu beenden. Nichts tun ist definitiv falsch. Schaut nach Regelungen, die es bei euch möglicherweise in der Organisation gibt, was konkret zu tun ist, und sucht das Gespräch mit eurem Vorgesetzten oder einer Person eures Vertrauens. Unterstützt uns aber in jedem Fall im Kampf gegen die Verbreitung von Kinderpornografie und macht bei der Polizei eine Anzeige. Einvernehmliches Sexting ist erlaubt, wenn ihr älter als 14 Jahre seid. Seid ihr jünger als 14 Jahre, dann ist es verboten und zählt als Herstellen von Kinderpornografie und ist eine Straftat. Bitte denkt auch daran, dass Beziehungen in die Brüche gehen können. Und achtet auf eure Daten. Jeder kann entsprechende Inhalte beim Netzwerkbetreiber, bei der Internetbeschwerdestelle oder auch der Polizei wiederholt melden. Bitte bedenkt dabei aber auch, dass diese Meldungen geprüft werden müssen und es einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis solche Inhalte vom Netz genommen werden.